Hallo Freunde, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe ein paar Termine für euch. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden und habt vielleicht auch Interesse, dort wieder hinzukommen. Ein paar Anfragen haben wir ja schon übers Jahr gehabt. Jetzt wissen wir, wann es ist. Also Stift und Papier holen, mitschreiben. Und für die, die sich das jetzt nicht klar machen können, weil sie es unterwegs sehen, es steht nochmal unten in der Videobeschreibung. Am 9. und 10. September. Am Samstag um 13.30 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr. Sehen wir uns in der Anlage Koralle zum Tag des offenen Denkmals. Und bitte beachten, die Anfahrt, der Treffpunkt ist nicht mehr an der Straße von Bernau nach Lanke. Da gibt es keine Parkplätze mehr. Alles weg. Wir treffen uns an der Schranke von Lobetal aus. Die genauen Informationen findet ihr auf der Internetseite von team-delta.de. Dort entsprechend gibt es eine Veranstaltungsseite, könnt ihr das nochmal genau nachlesen. Dann könnt ihr auch den Ort genau finden. Und dann habe ich noch einen weiteren Termin noch für euch. Nämlich den Termin 29. September bis 3. Oktober. Da bin ich mit einigen Leuten verabredet. Das hat schon geklappt. Da sehen wir uns nämlich im Führerhauptquartier Riese. Da machen wir unsere YouTube-Riese-Tour. Natürlich mit den Besichtigungen der Riese-Anlage. Also das heißt, dort in Niederschlesien gucken wir mal unterirdisch. Auch nicht vergessen, Warthose mitbringen könnte wichtig sein. Helme selbstverständlich. Und dann haben wir noch zusätzlich natürlich die Informationen darüber, was wir machen, über diese Arbeiten in Thüringen. Wir reden über Bayern, wir reden über Sachsen und wir reden auch ein bisschen was über die polnischen Anlagen. Also das kommt am Abend dann als Zusatzprogramm, wird also eine Menge los sein. Freue mich, wenn ihr euch anmeldet. Auch den Link findet ihr hier drunter. Könnt ihr bei uns auf der Seite finden. Am besten einfach eine E-Mail an mich schreiben. Kriegen wir das hin. Wenn ihr Interesse habt, daran mitzuarbeiten, wie gesagt, meldet euch an. Ich mache im Video unten drunter hier, mache ich dann alle Daten, wo ihr was findet. Das habt ihr dann alles mit drin. Müsst ihr nur draufklicken, dann müsst ihr es jetzt nicht mitschreiben oder das Video nochmal angucken. Ihr könnt natürlich nochmal draufklicken, haben wir einen Klick mehr. Hilft aber nicht so viel. Aber ansonsten bedanke ich mich bei allen Zuschauern, ich bedanke mich bei allen Unterstützern. Es macht wirklich Spaß zu sehen, dass wir eine große Community sind und vor allen Dingen, ich bedanke mich ausdrücklich bei allen, die uns Informationen zuschicken. Nicht alles ist gerade neu, aber trotzdem, auch das ist wichtig, weil das Aussortieren, ob es neu ist, ob wir es schon kennen oder ob das für uns die Sensation ist, das können wir erst, wenn wir das auch auf dem Tisch haben. Also von der Seite her schickt es uns per E-Mail zu. Die E-Mail-Adresse steht ja unten auch drin. Wir danken dafür und wir kommen auch in Thüringen so langsam weiter. Ich wünsche euch was und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, ich freue mich drauf. In dem Sinne, schönen Tag noch. Tschüss! 2022 hatten wir gedacht, wir hätten richtig Glück gehabt. Das muss man mal kurz erklären, weil wir sind ja abhängig davon, dass wir keine Waldbrandstufe 4 oder Waldbrandstufe 5 haben. Und da ist genau 2 Tage vorher ein Regen drüber gegangen und der hat uns die Waldbrandstufe weggemacht. Und dadurch konnte das Ganze klappen. Ja, dass es so klappt, wie ihr das jetzt im Video seht, das haben wir natürlich nicht gedacht, weil wir sind abgesoffen. Auch im Bunker, strömender Regen durch die Decke durch, das hat sich durchgearbeitet, das war richtig böse. Und in dem Sinne weise ich jetzt nochmal ausdrücklich darauf hin, wir sind davon abhängig, dass auch 2023 es keine Probleme mit der Waldbrandstufe gibt. Bitte denkt daran, ja? Das ist ganz wichtig. Waldbrandstufe 5 können wir das nicht machen, Waldbrandstufe 4 können wir es auch nicht machen. Bitten wir um Verständnis. Er macht ein bisschen YouTube-Kanal, wir machen ein bisschen.
Jetzt wird es wieder ungemütlich. Dieser Bereich, wir sind jetzt ungefähr hier sitzt die Garage, das ist genau dazwischen, hier ist nichts, was hier irgendwo gebaut worden ist, aber das ist eine deutsche Garage, die wurde dann von danach im Krieg von den Russen nochmal genutzt, deswegen diese Einbauung mit den Steinen und so. Aber mehr ist nicht dabei. Jetzt machen wir die Vermummung. Ja, du bist, was ich meine. Wenn Stütze sich unterstellen wollte, der Mund ist dann nicht gezogen. Also das brauchen wir auch nicht auf YouTube auf dem Video haben, ne? Das ist es. Für dich zur Erinnerung. Oh, extrem ja, ich, ja. Ich brauche mich daran nicht erinnern, wenn ich das mit dem Post habe, muss ich das auch nicht auf dem Video haben. In unserer Sache ist Zeit. Machen die meisten Zeit. Ja, aber ich würde gerade ein bisschen weniger nachhalten. Pass auf, wir haben ein ganz großes Problem. Wir haben eine Aluleiter, die geht 5,5 Meter runter. Und dieser Aluleiter ist verdammt rutschig, also einer ist schon gerutscht, gerade mit nassen Schuhen. Mhm. Und da sehe ich im Moment gerade das große Problem, aber ich weiß auch gleichzeitig, dass ihr von weit weggekommen seid, um das zu sehen. Wenn wir da jetzt hochgehen, müssen wir über eine Sandbar sich höhen. Und bitte, 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 macht es ruhig auf der Leiter, euch nochmal die Schuhe zu putzen. Wischt es ruhig am Rand ab oder sowas, macht sich vorne und geht jeden Fuß wirklich langsam nacheinander runter. Ich würde nämlich vorschlagen, dass wir, wenn es jetzt noch ein bisschen weniger wird, hier abbrechen, weil das Ding könnt ihr jederzeit angucken, da könnt ihr nochmal herkommen. Aber dann gehen wir nämlich rüber zum Hauptbunker, gehen gleich auf die Stufen und dann einer nach dem anderen runter, runter, runter. Da gilt folgende Regel. Wenn der erste unten ist, dann ruft er hoch und sagt, er ist weg. Dann geht er in den Raum, der unter der Tür reingeht, da ist ein großer Raum, da treffen wir uns dann wieder. Das Problem ist nämlich, wenn nämlich der nächste schon runter rennt, während einer noch auf der Leiter ist, das ist weg. Muss nicht sein. Also von der Seite her, macht's langsam, macht's nacheinander, ist wie gesagt rutschig, einer ist schon ausgerutscht, nicht viel passiert, aber der hat sich natürlich dreckig gemacht und von der Seite her müssen wir nicht haben. Macht's langsam, gehen wir runter. Und dann gucken wir uns hier im Trocknen den Hauptbunker an. Die Sachen könnt ihr ja vielleicht gucken, weil ich nämlich jetzt schon wissen. Auf ein paar Minuten mehr ist das hier. Das ist nämlich jetzt bloß noch ein Viertel vom Baum. Genau. Hat ansonsten noch irgendjemand irgendwelche Fragen? Nee. So, dann würde ich sagen, nutzen wir die kurze Zwischenzeit bis zum nächsten Regen. Wir müssen einfach bloß langsam machen, da drinnen regnet es ja dann nicht mehr.
Ja, liebe Freunde, und damit möchte ich mich verabschieden also mit den letzten Bildern hier aus der Koralle. Ich würde mich freuen, wenn ihr am Samstag um 13.30 Uhr da seid oder am Sonntag um 10 Uhr. Und natürlich muss ich dazu sagen, mich würde es natürlich ziemlich freuen, wenn ihr euch auch für die YouTube-Tour anmeldet. Ne, gilt die ganz einfache Sache, wer zuerst kommt, kriegt die besten Zimmer. Und ich verspreche euch, ihr werdet es nicht bereuen. Bis jetzt haben wir es dreimal gemacht, also seit 3 Jahren läuft das Ganze und alle waren bisher begeistert. Es haben sich auch gute Freundschaften draus entwickelt von den Leuten, die dabei waren. Also da ist so einiges, was daraus entstehen kann. Ich gebe mir Mühe, dass das für euch zur Zufriedenheit kommt und ich denke mal, das passt auch. Denn für uns ist es wichtig, dass wir für das Geld, das wir da bekommen, wir müssen ja davon das Hotel und das Frühstück bezahlen, bleibt also nicht viel übrig nach den Preissteigerungen, die wir jetzt gehabt haben. Aber mit dem bisschen, was wir bekommen, wollen wir natürlich auch über den Winter bekommen. Und das ist halt das Wichtige. Ich möchte nicht, dass ich etwas bekomme, wofür ich keine Gegenleistung mache und freue mich darüber, wenn wir das über diese Art und Weise schaffen, über den Winter zu kommen. Ihr seid also da unsere Förderer. In dem Sinne danke ich bei allen Helfern, bei allen Unterstützern und freue mich auf die nächste Arbeit. Danke und tschüss. An der Tür, wenn er reingeht und euch bückt, seht ihr noch die alten Luftfilter. Russische. Ach, die russischen. Ich dachte, die deutschen. Kommt, Chrisse ruft, kommt. Ich hab die letzten beiden, Christel. Okay. Geh mal los, ich bin letzter Mann. Letzter Mann. Wir haben ja hinten den Campingplatz. Okay. Alles klar? Letzter Mann. Und man muss in den Gang mal so. Nee, kann man jetzt nicht. Warte noch. Du kannst. Raus ist, aber bleib in der Nähe bitte. Ja. Du machst jetzt YouTube-Film. Die da. Was? Die da. Wer die da? Ach, die da. Pilze. Ja, ja, ich sehe Pilze. Also ist der Richter? Hab ich. Lampe nicht nach hinten, du hast die Lampe mir richtig voll in die Augen. Nimm bloß die Lände. Jetzt muss ich glauben, ich habe das tatsächlich schon gemacht, dass ich diese Zuschauer nicht auf Köln. Das ist ein Zweibad. Meine Zappe gebraucht. Den Pass braucht man noch nicht. Die gucken nicht an und haben ja Angst vor dir. Das sind die Idioten, dass sie nicht kapieren, dass man die aufhält. Ja, muss man ein bisschen wissen. Ja, der Punkt ist, sag dir mal, was heute Morgen passiert ist. Heute Morgen haben wir die Hunde da aufgegangen und die erste Führung wird um 13 Uhr losgehen. So. Und das ist eine Sache. So, dann habe ich ihm als Vater erstmal erklärt, hat eine schöne Preise raus. Wir verstehen die Leute nicht. Die verstehen es nicht. Die sagen, die meinen, die essen hier recht. Die klettern durch den Zaun und schlafen.
Bist du da immer noch als Letzte? Die zwei Mann kommen noch. Ja, ja, das ist doch. Die haben wir noch Zeit. Das war schon ringerig. Ja, muss die schöne Dame hindern. Wir haben es richtig abgefangen. Naja, wir haben es noch abgetrieben, oder? Ja. Jetzt als Letztes. Ja. Aber wie, Christel? Also ich bin nass bis auf die Schlüpper, falls es Ihnen interessiert. Ich freue mich, wenn ich jetzt die Heizung anmachen kann und mir die Wärme machen, die ich so dran. Ja. Allerdings wissen Sie noch nicht, was ich morgen anziehen will, aber wenn ich so. Man kann hier immer Glück haben. Ich habe Wechselsachen bei. Als wenn ich sie ahnt hätte. Ja, ja. Es ist einfach scheiße. Alles erledigt? Wie simpel die Russen gebaut haben.